Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es ein bisschen um das Thema Fix und Flip, weil ihr wisst ja, ich hatte an einem meiner Jahresziele auch drinstehen, dass ich gerne mein erstes Objekt flippen will. Und dazu habe ich mir heute Nazim hinzugeholt, einen kleinen Experten. Hallo Nazim. Hallo, Alex. Wir sind jetzt zusammen immer noch auf der Mastermind auf Mallorca, deswegen ist die Umgebung auch ein bisschen angenehmer. Wobei ich sagen muss, trotzdem, sobald ich das T-Shirt ausziehe, kriege ich gleich Sonnenbrand, deswegen lieber erstmal mit. Und Nazim hat mir ein bisschen erklärt, auf welche Sachen ich achten muss, wenn ich mit Fix und Flip anfange, welche Hürden es da so gibt und was natürlich auch der Unterschied zwischen Fix und Flip und Buy and Hold ist, weil er hat ja auch ein paar Buy and Hold Objekte in seinem Bestand, aber dazu wird er gleich noch was erzählen. Und ja, darum geht es im heutigen Video. Wenn du dich auch für Immobilien generell interessierst, ich bin Alexander Rauer vom Vermietertagebuch, dein YouTube-Kanal zum Thema Immobilieninvestments und meine Erfahrung als Vermieter. Wenn du dich für Immobilien interessierst, abonniere gern meinen Kanal und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. So Nazim, ich muss ja sagen, vor der Mastermind kannte ich dich noch gar nicht so, zwar ab und zu mal auf den sozialen Medien erzählt, aber gut, ich bin natürlich in der Schweiz und du bist ja in Deutschland, da läuft man sich nicht ganz über den Weg, aber hier haben wir uns auch ein kleines bisschen noch über Fix und Flip unterhalten und es gab ja auch in der Mastermind-Gruppe viele Leute, die Fix und Flip machen. Und ich hatte es ja auch als Ziel, mal Fix und Flip zu machen bei mir, um ein bisschen Eigenkapital anzusammeln. Und da dachte ich mir, hole ich mir noch Infos von Leuten, die ja schon ein paar Mal gemacht haben, die auch die Hürden kennen und die Unterschiede kennen. Und machen wir mal ein kleines Video dazu. Ja, ja? Sehr gerne. Da ich auch noch nicht weiß, wer vom Kanal dich alles kennt, würde ich sagen, stell dich mal kurz vor und dann steigen wir gleich ins Video ein. Gerne. Also ich bin der Nazim Waliyev, 34 Jahre jung, komme aus Karlsruhe, bin auch dort investiert. Ich investiere im Umkreis von ungefähr 70 Kilometern von Karlsruhe aus gesehen. Ich habe einen relativ kleinen Buy-and-Hold-Bestand, ungefähr 12 Einheiten sind das. Also die 12. Einheit muss ich noch schaffen. Die wird im Laufe der nächsten 2 Monate geschaffen. Und ich kann bereits mit 12 Einheiten schon von meinem Cashflow leben. Das heißt, ich decke mit den 12 Einheiten komplett meine Fixausgaben, meine monatlichen Fixausgaben, sprich Miete, Lebenshaltungskosten, Auto, Versicherungen etc. etc. Ja. Ist bei den da auch Rücklagen mit eingerechnet bei dem Cashflow? Da sind natürlich auch die Rücklagen mit eingerechnet, stimmt. Also ich habe sehr, sehr gut eingekauft. Unter den 12 Einheiten ist ein Mehrfamilienhaus in Leimen bei Heidelberg. Der spuckt wirklich sehr angenehmen Cashflow raus. Der Cashflow liegt bei 1.300 Euro. Und dann noch weitere 7 Wohnungen, die sind auch in einem sehr angenehmen Bereich. Die eine oder andere Wohnung habe ich auch aus EK bezahlt. Dementsprechend muss ich es auch nicht finanzieren. Und das hat dazu geführt, dass ich aus diesem Bestand meine Kosten bereits decken kann. Ja. Das ist ziemlich krass. Ne? Daran sieht man, dass dieses Denken in Einheiten auch gar nicht immer so schlau ist, weil ich habe halt 43 Wohneinheiten, also quasi fast das Vierfache wie Nazim, und ich kann daraus noch nicht leben, weil bei mir geht der Cashflow momentan ja viel für Sanierung und Leerstand raus und Nazim kann da wunderbar von leben. Also es heißt nicht unbedingt in Einheiten denken, sondern wirklich in Cashflow denken. Ne? Absolut. Ich sehe es genauso. Man müsste in Cashflow denken. Du musst schauen, dass du die Finanzierungskosten auch oder die Annuitäten auch niedrig hältst, wenn das Objekt das hergibt, wenn das Objekt jetzt nicht sehr sanierungsintensiv ist. Also das ist mein Ansatz und der hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich so einen kleinen Buy-and-Hold-Bestand habe. Also Buy-and-Hold war nie wirklich mein Ding. Ich habe meine Leidenschaft für Fix und Flip entdeckt, schon 2011. Da habe ich die ersten Wohnungen ersteigert, als es noch keine Influencer gab wie Alex, wie viele andere da draußen. Es gab auch keine Bücher, keine YouTube-Videos, gar nichts. Und also für mich war irgendwie die logische Konsequenz, auch mal in den Immobilienbereich einzusteigen, weil ich damals schon gemerkt habe, mit Immobilien lässt sich Geld verdienen. Und insbesondere mit Immobilienhandel. Damals kannte ich auch nicht das Wort Fix und Flip. Ja. Das Wort Fix und Flip kenne ich erst seit ungefähr 3 Jahren, ne, 2,5, 3 Jahre. Und das hat sich dann richtig ausgezahlt. Wobei ich sagen muss, in den ersten 5 Jahren, also zwischen 2011 und 2016, also Ende 2016, habe ich im Jahr 1 bis 2 Wohnungen neben meinem Studium und dann auch neben meiner
meine Angestellten-Tätigkeit geflippt, also gekauft, renoviert und verkauft. Und erst seit 2018, seit Anfang 2018, bin ich sozusagen in den Massengeschäft eingestiegen. Mhm. Also ich kaufe mittlerweile mit einem Geschäftspartner von mir, wir kaufen gemeinsam Wohnungen, Häuser, Mehrfamilienhäuser, teilen Mehrfamilienhäuser teilweise auf und verkaufen dann wohnungsweise. Das ist unser Geschäft. Das funktioniert im heutigen Markt wirklich hervorragend. Ich kann das auch jedem empfehlen, wenn euer Markt das auch hergibt. Das muss man natürlich im Einzelfall analysieren. Man muss Mikro-Makro-Lage analysieren und schauen, ob der Markt das hergibt, weil in Großstädten wie München, Stuttgart, da geht es zwar auch, aber da muss man vielleicht ein bisschen länger suchen und besondere Akquise-Strategien erarbeiten, dann funktioniert das auch. Nur da dauert es halt ein bisschen länger, bis man ein geeignetes Objekt gefunden hat. Ja. Das heißt, man muss den Markt auch wieder sehr gut kennen und auch diese Ausrede, jetzt ist alles so teuer, keine Ahnung. Ja, aber es gibt wieder einen mehr, der auch immer mehr zahlt, ne? Und die Preise sind meiner Meinung nach werden auch noch weiter steigen. Da ist jetzt kein Anzeichen für mich, wo man sagt, hier geht runter. Und gerade wir Buy and Holder haben ja oft das Problem Eigenkapital. Ne? Das ist nun mal so, weil die Bank will immer Eigenkapital sehen. Und das kann man sich ja wunderbar durch Fix und Flip halt beschaffen. Ich meine, Nazim, wenn du jetzt deine Fix und Flip-Deals anguckst, in der Vergangenheit gemacht hast, was für Gewinne kann man da so realisieren? Oder von welchen Größennummern sprechen wir denn da? Also es ist unterschiedlich. Es ist schwer zu sagen. Also Gewinne liegen, ich sag mal, prozentmäßig zwischen 25% und 50% teilweise. Mhm. Es kommt darauf an, wo man investiert. Wenn man ein bisschen risikobereit ist, dann geht man auch ein bisschen in die ländliche Gegend. Allerdings muss man dort auch schauen, ob die Nachfrage gegeben ist. Und ich habe gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Strategien entwickelt, um genau identifizieren zu können, ob in der bestimmten ländlichen Gegend auch eine Nachfrage gegeben ist. Und ja, das funktioniert ganz gut. Wir brauchen vielleicht ein bisschen länger im Verkauf, aber wir können auch höhere Gewinne erwirtschaften. Was heißt, wie genau analysierst du das? Also, weil das ist ja, wenn du jetzt sagst, wenn du große Gewinne machen willst, musst du ein bisschen weiter in spezielle Regionen gehen. Aber da kennt man ja meistens den Markt erstmal nicht, gerade auch als Anfänger oder sowas. Und da brauchst du ja schon eigentlich immer ein gutes Wissen, was viele Leute natürlich abschreckt, und auch die entsprechenden Tools. Das heißt, wie gehst du da vor, wenn dir der Markt vielleicht noch ein bisschen unbekannt ist, um das zu analysieren? Zum einen spreche ich sehr viel mit Maklern. Ja. Ich versuche herauszufinden, wie lange es in der Regel dauert, bis man dort ein Objekt verkauft. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, die du anwenden kannst. Natürlich die andere Möglichkeit über Daten. Also ich bin sehr datengetrieben, weil ich auch jahrelang als Unternehmensberater im Technologiebereich tätig war und habe schon in der Vergangenheit verschiedenste Arten von Datenanalysen getrieben, also mit Informationstechnologien sehr viel zu tun gehabt. Das Stichwort ist Big Data, du kennst das aus deinem, aus deiner Angestellten-Tätigkeit. Wenn man sich damit einigermaßen auskennt und ungefähr weiß, wie man bestimmte Tools nutzt und anwendet und auch richtig analysiert, dann kann man Schlüsse daraus ziehen. Und das ist genau mein Vorteil oder mein Alleinstellungsmerkmal, dass ich im Grunde genommen so eine Art Fix und Flip 3.0 betreibe und versuche mit Hilfe von Daten an bestimmte Informationen ranzukommen. Ja, das mache ich ja auch teilweise bei meinen Objekten, versuche auch verschiedene Tools zu nutzen. Ich weiß nicht, kennst du Immometrica von Pascal? Ja. Das Tool Immometrica, darüber hatte ich auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich hier. Das zapft quasi den ganzen Datenbestand von ImmoScout an und dann kann man sich noch richtig coole Selektionskriterien raussuchen, wie viel Rendite will man haben, wie viel Quadratmeterpreis will man haben und dann geht diese Akquise viel schneller, weil man viel schneller Objekte suchen und finden kann, automatisiert. Man muss nicht mehr jedes Exposé durchschauen, weil Exposé durchschauen ist, glaube ich, das Zeitaufwendigste, was geht. Ne? Ja. Und wenn man das automatisieren kann, wie gesagt, Video hier oben und auch in der Beschreibung, ist perfekt. Ja, absolut. Also es gibt viele Tools da draußen. Ich finde persönlich, ich weiß nicht, darf ich hier auch
Namen nennen von Portalen? Oder? Ja, klar, easy. Okay. Also ich finde persönlich das Tool Immobilien-Scout 24 Marktnavigator sehr, sehr gut. Es ist kostenpflichtig und es kostet teilweise sogar bis zu 1.500 Euro pro Monat. Oh, krass. Aber wenn man natürlich in einem Massengeschäft unterwegs ist und regelmäßig Immobilien kauft und verkauft, dann lohnt sich auch die Investition. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Hm. Und da kann man wirklich ganz genau analysieren, ob Nachfrage im bestimmten Gebiet gegeben ist, mhm, und wie hoch die Nachfrage ist. Ja. Das heißt, bevor ich ein Objekt kaufe, gehe ich in die schnelle Analyse, schaue mir die Nachfrage an und schaue mir die Konkurrenzangebote an, schaue, wie die Konkurrenzsituation ist, sprich, wie ist die Ausstattung, muss ich viel sanieren, muss ich vielleicht nur oberflächlich renovieren, um ein bisschen besser sein als die Konkurrenz, und ja, und das ist quasi so mein Ansatz. Ja. Das ist aber auch schon der springende Punkt, weil du sagst jetzt fürs Massengeschäft, ne? Wenn ich jetzt gerade damit anfangen will mit dem Thema, dann bin ich ehrlich, würde ich nicht erstmal 1.500 pro Monat investieren in so ein Tool, um da Sachen rauszukriegen. Gibt es denn auch da, weiß ich was, Pro-Version oder andere Tools, die man da nutzen kann, es gibt die noch, günstiger sind oder kostenlos? Ja, es gibt noch eine Möglichkeit, Immobilien-Scout Atlas oder atlas.immobilienscout24.de zu nutzen. Da sind die Daten frei zugänglich. Ja. Und auch mit Hilfe dieses Tools kann man einigermaßen herausfinden, ob die Nachfrage im bestimmten Gebiet gegeben ist. Mhm. Ja, und man kann auch allgemeine Analyse betreiben. Also sprich, mal in Google eingeben, zu dem Ort, in dem man eine Immobilie kaufen und flippen möchte. Mhm. Was ist da für eine Entwicklung? Gibt es da eher Zuwanderung oder Abwanderung? Und ja, einfach auch die letzten Preise analysieren. Da gibt es übrigens auch eine tolle Möglichkeit, über Immobilien Scout im Archiv nachzuschauen. Wie lange waren Objekte zum Beispiel online? Man kann im Archiv sehen, für wie viele sie angeboten wurden. Wenn du dir ganz unsicher bist, dann kauf dir noch einen Grundstücksmarktbericht, mhm, für den einen oder anderen Ort und schau dir die letzten Kaufpreise an. Ja. Das ist auch eine tolle Möglichkeit, um Kaufpreisanalyse betreiben, ja, zu können. Das heißt also, über diese Tools und über diese Analyse kriegst du ja raus, was die Verkaufspreise in der Region sind, ja, wie lange die Inseratspreise sind, ja, und dann weißt du, aha, zu dem Preis werden die Sachen verkauft, ja, und dann musst du im Umkehrschluss ja nur Objekte finden, die weit unter dieser Marge liegen, mhm, weil dann weißt du, damit kannst du Gewinn machen. Ne? Natürlich abhängig davon, wie viel du reinstecken musst bei der, ja, Sanierung, aber als allererstes muss man erstmal wissen, was ist der Preis, den man erzielen kann, weil wenn man einfach nur so denkt, oh, ich kaufe ein Schnäppchen und renoviere und kenne den Zielpreis gar nicht, dann zahlt man am Ende vielleicht sogar noch drauf oder so. Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Und ich möchte auch, dass es nicht irgendwie falsch rüberkommt, dass ich in ländlichen Gegenden investiere. Ich investiere auch in Städten wie Karlsruhe, wie Mannheim, wie Pforzheim. Ja. Also Städte mit über 150.000 Einwohnern. Mhm. Da funktioniert das Geschäft genauso gut, sogar teilweise sogar besser als in ländlichen Gegenden natürlich. Also grundsätzlich ist es so, ich kenne natürlich die Preise, bedingt durch meine Erfahrung der letzten, mhm, 8 Jahre kenne ich die Preise in den Gegenden, wo ich unterwegs bin. Also alles beginnend von Baden-Baden bis nach Frankfurt hoch. Ich brauche nur einen kurzen Blick auf das Inserat oder je nachdem, woher der Lead kommt. Manchmal rufen Makler an und bieten mir Off-Market-Objekte an. Und dann weiß ich sofort, aha, ist es interessant oder ist es nicht interessant? Soll ich hinfahren, ja, oder soll ich nicht hinfahren zu einer Besichtigung? Ja. Und manchmal denkst du auch, wollt ihr mich verarschen, was ihr mir da gerade anbietet? Ne? Das sind ja Preise, die sind... Ja, vollkommen richtig. Ja. Vollkommen richtig. Aber in der Regel, wenn man ein gutes Netzwerk aufgebaut hat, und da sind wir schon beim Thema Netzwerk, hm, wenn du ein gutes Netzwerk aufgebaut hast, dann kriegst du gute Angebote, weil die, mhm, Makler wissen genau, was du suchst. Ja. Die Makler kennen die Vorteile der Zusammenarbeit mit dir. Du bist einfach, du machst nimmst die Arbeit ab. Ja. Manche Makler arbeiten mit mir und meinem Geschäftspartner zusammen nur, weil wir sehr viel Arbeit abnehmen. Sprich, er hat keine Unterlagen, er hat gar nichts, er hat noch kein Exposé erstellt. Er, ja, weiß aber, hey, wenn ich Nasim anrufe, dann kann er mir sofort sagen, ob das Objekt für ihn, ja, interessant ist. Und dann habe ich die Arbeit nicht, dann muss ich kein Exposé erstellen, muss ich keine Unterlagen anfordern. Ja.
entweder macht er das komplett für mich, ja, oder er kauft es einfach so. Der, ja, schreibt dir dann eine WhatsApp mit den Eckdaten und dann sagst du, ist interessant. Ne? Zum Beispiel. In der Regel ist es dann ein Anruf. Ja. Ja. Wir sind hier auf der Mastermind und am ersten Tag bekam ich wieder einen Anruf von einem befreundeten Makler und der hat mir ein Einfamilienhaus angeboten in der Nähe von Landau. Und das Objekt scheint interessant zu sein. Sobald ich in Deutschland bin, gucke ich mir das Objekt an, ja, und vielleicht ist es ein Deal. Ja. Gut, das heißt also, du weißt, was die Marktpreise wert sind. Du kommst an die Angebote ran über die Makler oder eventuell auch über, ja, ImmoScout selber. Dann ist ja der nächste Punkt zu wissen, welchen Wert hat das Objekt an sich und wie viel Geld musst du da reinstecken, ja, um dann die Marge rauszurechnen. Ne? Und wie machst du das? Vollkommen richtig. Also dafür habe ich natürlich meine Tools und Checklisten erarbeitet. Zum einen ist das ein Sanierungskalkulationstool, ein sehr umfassendes Sanierungskalkulationstool. Wenn es um eine Sanierung geht, wenn es eine oberflächliche Renovierung ist, dann reicht auch eine einfache Kalkulation. Hm. In der Regel kaufen wir schon Sanierungsobjekte, wo man etwas mehr machen muss, weil da kann man auch höhere Marge erzielen. Ja, also inklusive Vollsanierung? Genau, inklusive Vollsanierung, sprich neue Fenster, neue Bäder, neue Leitungen, also Sanitärleitungen, dann ja, also komplett, Oberflächen natürlich komplett, Elektrik neu. Ja. Das ist schon, ich sag mal, nicht für den Anfänger. Mhm. Aber dadurch lernt man auch extrem viel. Ja. Ja. Und ich rate dir davon ab, am Anfang deiner Tätigkeit, wenn du jetzt fix und in den Bereich Fix und Flip einsteigen möchtest, rate ich dir davon ab, große Sanierungsmaßnahmen anzugehen, weil das ist wirklich etwas für Profis. Ja. Mhm. Das kannst du nach 3, 4, 5 Flips machen, aber nicht beim ersten Flip. Beim ersten Flip ist es wichtig, einfaches Objekt zu finden, also am besten eine kleine Wohnung, mhm, 1 bis 3 Zimmer Wohnung, wo man nur oberflächliche Maßnahmen ausführen muss, wo man keine Elektrik erneuert, wo man keine Sanitärleitungen erneuert, einfache Renovierungsmaßnahmen, Entschuldigung. Mhm. Und ja, und dann läuft das Ding. Ja. Das ist natürlich genau die Frage, wie fange ich damit an? Da fängst du ja nicht gleich mit der 20 Wohnungen, Villa an, die sonst besteht. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, erstmal nur eine kleine Wohnung holen. Und dann ist die Frage, wo du es machst. Weil ich habe überlegt, ob ich auch eine aus meinem Bestand schon mal nehme, um damit anzufangen, Gefühl zu kriegen, die einfach verkaufe, um den Verkaufsprozess mal kennenzulernen, um zu gucken, wie ist das mit Wertsteigerung. Jetzt habe ich natürlich das Problem, meine Wohnungen sind in Leipzig und in Chemnitz. Wenn ich die verkaufe, dann kann ich da vielleicht 15.000 oder 20.000 Euro nur Gewinn machen. Davon gehen natürlich auch Steuern runter. Dann bleibt da nicht wirklich was hängen und ich sage mir, ja, dann behalte ich lieber im Bestand. Ja. Ja? Das heißt, auch eine kleine Wohnung kommt auf an, wo die liegt. Und was würdest du denn sagen, ab welchen Margen würdest du anfangen, wenn du nochmal neu anfängst? Ja, also die Frage kann ich auch nicht pauschal beantworten, weil ich natürlich höhere Kosten habe, bedingt durch Mitarbeiter, ja, und Assistenz und Bauleiter. Also ich habe mittlerweile in meinem Unternehmen 10 Mitarbeiter und die müssen alle bezahlt werden. Ja. Dementsprechend habe ich auch höhere Margenerwartungen. Aber wenn du noch keine Mitarbeiter hast, keine Assistenz hast, in deinem Fall würde ich dir raten, ab 20.000 und aufwärts, mhm, schon zu flippen. Ja. Also brutto, 20.000 brutto. 20.000 brutto, genau. Mhm. Also 20.000 Vorsteuer. Nachdem, ja, genau. Also, du machst einfach deine Kalkulation, ja, schaust, zum Beispiel eine Wohnung kostet 100.000 im Einkauf, ja, du musst ungefähr 20.000 in Renovierung stecken, mhm, plus Nebenkosten, und du verkaufst die für 160.000, machst 20.000, 25.000 Gewinn. Ja. Das wäre ein idealer erster Deal, um, mhm, einfach mal den Prozess kennenzulernen. Ja. Ja. Und einfach mal auch Erfahrung zu sammeln. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ja. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch so machen, dann meine ersten Wohnungen nehmen. Weil ich habe natürlich noch das Problem für mich, ich habe alles im privaten Bestand. Ich kann sowieso nicht so viel machen. Ich kann 1, 2 Objekte machen, ja, um mich nicht gewerblich zu infizieren. Aber das Ganze muss man ja in der GmbH mehr oder weniger machen, dass man nicht in den gewerblichen Grundstückshandel reinkommt mit seinen privaten Objekten. Und natürlich am Anfang war ich ja alles auf Buy and Hold gekauft, habe also auch meine Zinsbindung. Mhm. Das heißt, das sind ja auch Kosten, wenn du natürlich verkaufst, während die Zinsbindung noch läuft, hast du Vorfälligkeitsentschädigung, die du auch als Kosten hast. Ne? Und wenn dann die Steuer runtergeht, die Vorfälligkeitsentschädigung, dann bleibt am Ende nicht mehr so viel übrig. Aber ich glaube, das nehme ich vielleicht sogar trotzdem mal in Kauf,
um einfach den ganzen Prozess trotzdem zu lernen, ja, um auch mal die Angst dafür, weil am Anfang ist so, ich kaufe bald zum Bestand, ne? Und dann, oh, was verkaufen? Nee, keine Ahnung, mache ich nicht. Ja. Das, aber wenn man das mal gemacht hat, ist es genauso wie mit dem ersten Kauf der Wohnung. Ist man einmal über diese Schwelle drüber, denkt sich, boah, so schwer war es gar nicht, ne? Ja. Und da liegt dann die Kohle drin und dann kann man sich ja nach und nach steigern. Ja, und ich kann dir noch empfehlen, eine Wohnung zu nehmen, die du nicht angefasst hast. Mhm. Ja, sprich, wenn du natürlich irgendeine Wohnung aus deinem Bestand schon renoviert hast und die planst du zu verkaufen, dann könnte der Deutsche Finanzamt hingehen und sagen, das ist gewerblicher Grundstückshandel, weil es von Anfang an Gewinnerzielungsabsicht dort bestand sozusagen. Ja. Und somit kann nach dem ersten Objekt schon dein gesamter Bestand irgendwie gewerblich eingestuft werden. Idealerweise gründest du ein Einzelunternehmen für die ersten 2, 3, 4 Objekte und probierst lieber auf die Art und Weise, statt aus deinem privaten Bestand ein Objekt abzuverkaufen. Dann müsste ich aber natürlich ein sicherer Fall. Genau, dann müsste ich aber erstmal wieder was Neues kaufen. Also Einzelfirma gründen, da Objekte reinkaufen. Oder ein Objekt erstmal probieren, ja? Ja. Das wäre natürlich Idealfall. Gut, du, wie gesagt, du kannst auch mit dem Bestand probieren oder aus dem Bestand eine Wohnung rausverkaufen, um den Prozess kennenzulernen. Ja. Achte nur darauf, dass es keine Wohnung ist, in die du schon investiert hast, kurzfristig. Ja, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Jetzt hätte ich nochmal die Frage, du hast jetzt ja wie gesagt deine Tools, ja, womit du die Sanierungskosten, Renovierungskosten ausrechnen kannst, wo du auch siehst, was hängen bleibt. Und du hast jetzt gesagt, als Anfänger sollte man mal klein fangen, wo man nicht ganz so viel zu renovieren hat. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sage, ich kaufe eine Wohnung, ja, und ich sehe zum Beispiel, da muss das Bad gemacht werden. Ja? Und deswegen ist sie auch günstiger angeboten. Ja. Wie kriege ich denn raus, was diese Badsanierung kostet? Ja, also du kannst zum einen dir die Webseite baupreise.de angucken. Ja, da gibt es auch einen Testzugang, da gibt es sehr gute Benchmark-Preise. Werden wir verlinken, die Seite unter dem Video. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Du kannst Profis fragen, du kannst dir einen Coach engagieren. Ich bin mittlerweile auch als Coach unterwegs und mache 1:1 Beratungen für angehende und fortgeschrittene Flipper, Fix und Flipper. Ah, das heißt also, wenn ich so eine Wohnung habe und ich weiß, ich muss Bad machen, dann kann ich dich anrufen und sagen, lass mal eine Stunde Coaching machen, ich zeige dir das Objekt und dann schick dir vorher die Unterlagen zu und dann könntest du mir sagen, ja, da musst du vielleicht so und so viel Geld reinstecken. Ich mache in der Regel keine Ein-Stunden-Coachings, eher sozusagen so ein Einführungscoaching von einem Tag oder 2 Tagen oder ich begleite jemanden über einen Zeitraum von 3, 6, 12 Monaten. Mhm. Es kommt darauf an, wo derjenige steht. In deinem Fall, so wie ich verstehe, stehst du ganz am Anfang. Ja. Du hast deinen eigenen Wissensstand, du kennst dich schon mit Immobilien aus, du bist schon Buy and Hold Profi, fortgeschrittener würde ich sagen. Ja. Und somit muss ich dir eigentlich nicht mehr so viel beibringen. Mhm. Ja? Und ich gehe so vor, dass ich die einzelne Situation, das einzelne Mindset und Wissensstand analysiere und schaue, wie viel muss ich mit dir arbeiten oder wie intensiv muss die Zusammenarbeit sein, um dich zu deinem Ziel zu führen. Ja. Ja, dein Ziel ist aktuell, eine Wohnung zu flippen, um den Prozess kennenzulernen und dementsprechend ist es relativ easy. Ja. Vielleicht reicht da ein Tagescoaching vollkommen aus, damit du weißt, wie du vorgehen musst. Mhm. Wenn ich jetzt quasi bei dir ein Coaching buchen will, hast du eine Website, wo ich dich finde? Ja, die Webseite lautet www.deinflipcoach.de und da erkläre ich auch ganz kurz, wer ich bin, was ich mache, wie ich dahin gekommen bin und ich erkläre auch kurz, was du mit mir erreichen kannst. Ja. Du kannst dich dann bewerben, also ich kann auch nicht mit jedem zusammenarbeiten, weil dieses Jahr insgesamt nur noch 7 Plätze verfügbar sind. Und nächstes Jahr plane ich maximal 10 Personen aufzunehmen. Ja. Ich möchte einfach durch dieses 1:1 Coaching Leute möglichst schnell zu ihrem Ziel führen. Mhm. Ja, das ist mein Ansatz, den ich gehe. Natürlich ist es nicht günstig, das kann ich gleich sagen. Ja. Aber wenn du natürlich mit einer Immobilie oder mit einem Objekt 20, 30, 40.000 erzielen kannst, dann kannst du nicht erwarten, dass ein Coaching 500 Euro kostet. Ja. Ja. Okay. Das ist mein Ansatz. Ja. Gut, das heißt, wir haben jetzt die Akquise von den Immobilien besprochen, wir haben die Aufwertung auch so ein bisschen besprochen und dann kommt es ja zum Verkauf. Ne? Vollkommen richtig. Wie läuft das ab? Ich meine,
Gibst du denn dein Zielwert ein oder gibst du ein bisschen höheren Wert ein, dass sie dich runterlassen? Wie läuft das? Also den Verkauf plane ich ja bereits schon beim Einkauf. Mhm. Ja, bevor ich einkaufe, so zum Beispiel vorgestern, als ich den Anruf bekommen habe vom Makler, dann bin ich kurz an meinen Laptop und habe schon den Verkaufspreis ermittelt und geschaut, also eine Rückwärtskalkulation gemacht und geschaut, ob der Einkauf oder zu welchem Preis der Einkauf lohnt. Ja. Ja. So, und der Preis, den er ausgerufen hat, ist gut, ja, aber noch ein bisschen ausbaufähig. Sprich, da müssen noch ungefähr 12.000 sozusagen runterverhandelt werden, um das Objekt entsprechend flippen zu können. Das ist auch das Geile, weil wenn man ja Objekte kauft, gerade wenn man nur Käufer ist und Buy and Hold macht, manchmal sagt man sich, ich weiß nicht genau, was ein guter Preis ist, rechnet sich, kann ich noch mehr runterhandeln. Aber du weißt ja genau, welchen Preis du maximal zahlen kannst, wie es sich rentiert. Und wenn dann der Verkäufer den Preis nicht nimmt, dann kaufst du es einfach nicht. Und du bist auch nicht sauer, du weißt, ja, dann rechnet sich's für mich halt nicht und dann gehe ich zum nächsten Objekt. Vollkommen richtig, genau so gehe ich vor. Ich bekomme sehr viele Angebote und habe auch meine Mindestmargen aufgrund der Kosten, die ich monatlich habe durch meine Mitarbeiter. Und wenn ich sehe, das Objekt lohnt sich nicht, die Marge ist unter 25%, dann mache ich es einfach nicht, dann warte ich aufs nächste Objekt oder suche das nächste Objekt entsprechend. Ja. Also die Akquise ist kein Problem mehr nach einer gewissen Zeit. Wenn man die Strategien, die ich erarbeitet habe, entsprechend anwendet bzw. umsetzt, dann wird das Thema Akquise kein Problem sein. Es gibt so viele Objekte da draußen, das kannst du dir nicht vorstellen. Du musst nur die richtigen Stellschrauben an den Stellschrauben ziehen und dann funktioniert das auch. Ja, ja, also es ist natürlich insgesamt das Fix und Flippen ist natürlich nochmal ein Stück komplexer als nur das Buy and Hold, weil noch der ganze Verkauf und das Fixen noch hinzukommen mit Renovieren und Reparieren. Und da tun sie natürlich für mich jetzt auch noch 1000 Fragen auf. Das heißt, ich werde dich gleich noch ein bisschen mehr löchern. Aber wir wollen natürlich jetzt auch das Video nicht überspannen. Auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank dafür. Ne? Sehr gerne. Das waren also auf jeden Fall schon mal die Basics. Und wenn ihr mehr Infos braucht, geht auf die Seite von Nazim. Wie gesagt, die verlinken wir auch unter dem Video. Und ich schaue, ob ich dieses Jahr meinen ersten Fix- und Flip-Deal hinkriege. Habe ja noch ein halbes Jahr Zeit. Und meistens bin ich einer, wenn er sich Ziele setzt, dann bin ich da auch sehr fokussiert, die zu erreichen. Und dann werde ich auf jeden Fall auch berichten auf dem Kanal. Ich meine, ihr seht ja immer, was bei mir passiert im mobilen Bereich. Und wenn ich dann das erste Objekt geflippt habe, sagt Nazim dann auch, dann gibt es auch Vollzugsmeldung, Erfolgsmeldung. Und ja, wenn ihr natürlich noch Fragen habt dazu im Thema, schreibt es gerne unter die Kommentare. Wir beide werden versuchen, alle Fragen zu beantworten. Gerne. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich ein Like da lasst für das Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis bald. Ciao, ciao. Ja. Perfekt.